Hallo. Hallo. Das ist die andere Golfbahn, oder? Ja. Das ist die von Nico. Sponsor bei Nico. Grüße gerade auf. Also gut, wir sind gerade am Einlaufen. Jetzt versuchen wir es zum 10. Mal das Intro zu machen. Heute ist die letzte Einheit von unserem Valencia Halbmarathon. Und ja, das würde ich sagen, machen wir nochmal schnelle Beine. Programm ist heute 3x2. 3x2000, genau. Schauen wir nochmal das mal. Die Beine noch mal ein bisschen spinnen und dann sind wir auch schon bald in Valencia. Ja, also nicht mehr viel Umfang für uns. Die Hälfte vom letzten Training sozusagen. Was steht bei dir auf dem Plan, Brian? Ja, ich bin jetzt so ein bisschen in meiner Ruhewoche. Also während die beiden tapern auf ihren Wettkampf, chill ich einfach nur. Und ich renne da ein bisschen mit, weil die strengt sich jetzt auch nicht so krass an heute. Und ich streng mich auch nicht so krass an. Und ich denke, ich werde 4x1500 mitmachen, irgendwie so dann, ne? Dass ich drei Läufe mitmache und dann noch einen hinterher und dafür ein bisschen kürzer, weil die rennen doch schon ganz schön schnell, weil das Halbmarathon-Tempo ist irgendwie auch ganz schön schnell bei denen. Ja, genau, also die Läufer bei uns werden so zwischen, ich würde sagen, so zwischen 3.05, 3.0, ja. Je nachdem, auch wie man sich fühlt, ne? Auch wichtig, dass man trainiert, so ein bisschen, dass da passt, dass man sich gut fühlt. Wir wollen dann mit einem guten Gefühl reingehen, ne? Also mit Schummelschuhe auf der Bahn. Die Jungs, die rennen nach Gefühl heute. Das wird ganz böse, glaube ich. 2,45. Gefühl bei Nick und Flo ist immer schlecht. Ja. Und, falls ihr es bemerkt habt, ja, die Seiten sind noch null. Kann nichts mehr schief gehen. Was machst du heute? Ja, weiß ich nicht. Ich werde mich mal an die Mädelsgruppe heften. Claudio schwimmt da mal mit. Ja. Ich hoffe, dass die mir nicht alle zu schnell sind. Und dann ist mir eigentlich egal, ich wollte mal wieder ein bisschen Tempo machen. Fertig. Aus der Saisonpause mit Tempo starten, war eine gute Idee, oder? Besser als mit dem Wettkampf. Jetzt ist ja an. Das nehme ich eigentlich an. Was ist denn dein Ziel für den Halbmarathon, Nick? Ein Running Gags Rekord knapp. Von dem ist der? Von mir. Das ist halt auch ein bisschen mehr anders denken. Ja. Und den Running Gags Rekord kann man finden auf unserer Website. Direkt neben dem Marathon-Rekord von mir übrigens. Sehr gut. Ja, also warst du im Halbmarathon auch ganz lange. Echt? Ja, war ja auch nicht. Sind erst zwei Halbmarathons gelaufen. Ah, aber der Niki ist ja mit mir auch. Ah ja, stimmt. In München. Ich glaube, da war er auch vor mir. Ich bin mir dann mal ganz sicher. Das Ziel ist immer aufs Zielfoto drauf zu kommen. In der Seite ist es offen. Ich sag's dir. Der Flo schaffst du jetzt im Hausflug. Sicher. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja, ich habe letztens so auf Instagram so einen Typen, so einen Fitness-Guru halt mal gesehen, der so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Ansatz so bei Krafttraining macht. Und der sagt, dass eigentlich braucht es überhaupt kein Gehen. Das was? Das ist totaler Schmarrn. Was ist das bei Bullshit für dich, hast du das gesehen, oder? Nee, ungefähr. Okay. Lassen wir mal so stehen. Ich weiß nicht, ob wir das so stehen lassen dürfen. Das ist irgendwie Falschmeldungen. Müssen wir dann. Falschmeldungen. Nee. Leute, ich gehe glaube ich mal zu den. Jo. Zu meiner Laufgruppe. Wir sehen uns. Viel Spaß. Was sind denn deine Erwartungen an den Marathonflo? Meine Erwartungen. Also jetzt mal Spaß beiseite, ernsthaft. Ich bin ja mit Nick letzte Woche in München gelaufen. 10 Kilometer, 30,08. Nick knapp unter 30. Und ich denke, wenn ich jetzt da den Halbmarathon sozusagen in Valencia laufen will, ich weiß, dass es eine schnelle Strecke ist, dann will ich entsprechend das so ein bisschen ableiten von den 30,08 und ja, was kann da rauskommen? Ich würde sagen, so eine 66 kann man da mal ungefähr anpeilen, aber ich habe auch in den letzten Wochen nicht so gut schlafen können, deswegen würde ich sagen, machen wir das mal so ein bisschen anpassend. Wie läuft's denn, Claudio? Das ist noch okay. Machen die Mädels sich kaputt? Das kann ich noch gut im Windschatten laufen. Ich lebe nimmer. Also auch gut. Manchmal muss man so trainieren. Aber nach der ersten Serie weiß ich auch nicht, ob das Gefühl sein sollte. Legen los. I can't miss. Diamonds on my neck and on my wrist. Now they trying to get me out of mix. That's why me and bro, we don't mix. Told a friend, shawty, why you such a snitch? Yeah, I might do the Hey, am I shawty looking thick? Said she might be coming, I said I'ma need some pics. Also 1500
mit Gimbal in der Hand in 305er Pace. Ist schon noch gar nicht so locker. Aber die Jungs laufen noch eine Runde jetzt gerade. Und dann steige ich wieder mit ein. So, wie schnell war der erste? 605. Oh ja, das ist doch schon gar nicht so locker. Und was meint ihr, wie fühlt sich das auf dem Halbmarathon an? Also ich bin mir sicher, die ersten 2 Kilometer werden sich gut anfühlen. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Das sind ja schon 10% der Strecke. So, rest mal hier, aber ohne Kamera. Ich kann just like a pine, shawty says.